Jetzt dann machen wir Folgendes. Wir schauen uns an, welche Investments interessant sind. Und diese markieren wir als Favoriten. Wir beginnen hier ganz einfach einmal mit zu suchen. Zum Beispiel handle ich recht gerne die Nasdaq. Also Nasdaq, da haben wir hier gleich, das ist der US Tech 100. Klicken wir drauf, der wird dann auch gefunden. Und hier gehen wir sofort auf den Stern. Das nächste, was wir handeln wollen, ist die Wall Street. Also der Dow Jones, da haben wir den gleich hier unten zu finden. Auch dieser wird gesucht und gefunden. Und den wollen wir auch handeln. Das nächste schauen wir uns den Bitcoin an. Und schon ist er hier. Und so kann man sich jetzt da all die Sachen zusammensuchen, die man gerne haben möchte. Und wenn wir jetzt diesbezüglich das aufrufen wollen, dann gehen wir hier auf diesen Punkt, Kategorien, und hier haben wir unsere Favoriten. Da haben wir jetzt einmal alles drinnen, was uns ganz einfach interessiert. Gehört natürlich auch noch das Gold und das Öl dazu, welches ich immer wieder in meinen Videos anschaue. Sollt ihr weitere Fragen haben, wie man noch weitere Investments dazu gibt, zum Beispiel einzelne Aktien, auch diese könnte man hier raussuchen. Zum Beispiel eine Amazon. Amazon gefunden und dazugegeben. Gehen wir wieder zurück. Noch weiter zurück. Kategorie. Und wieder Favoriten. Und so erweitern wir unsere Liste mit all den beliebten Investments, die ich immer wiederum in meinen Videos mir anschaue. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie man nun den Chart einstellt.